Fette Grüße und herzlich willkommen hier bei Hot O Gaming, heute wieder mit Ark. Wie man sieht, auf einer schönen tropischen Insel, was macht es? Es regnet. Es hat aufgehört zu regnen, juhu! Hier unser Flugsaurier. Dem scheint es soweit ganz gut zu gehen. Letztes Mal sind wir umgezogen. Und heute werden wir hier mal uns breit machen. Muss natürlich langsam anfangen. Inventory ist hier anders als bei anderen Spielen. Die Knopfbelegung. Wenn man mehrere Spiele spielt, dann hat man ab und zu eben Probleme mit der Belegung. Der einzelnen Knöpfe. So. Das denn? Scheint ein Halloween-Special zu sein, oder was? Habe ich noch nicht gesehen, so ein Grab. Was macht man dann damit? Man findet hier Gräber und... Level up. Level up ist immer gut. Das heißt... Für mich... Erstmal hier und raus damit. Und den Schrott werfe ich gleich hier über die Kante, dann stört er mich nicht mehr. Aufgestoßen oder was? Ich dachte, vielleicht fehlt ihm was. Und fürsorglich wie ich bin, renne ich dann gleich raus und schaue, was los ist. Auch hier ist wieder Pumpkin. Also es scheint so zu sein, als wäre Halloween in Ark eingezogen. Wir müssen was fürs Treibhausklima tun hier. Und zwar sinnlos Holz verbrennen. Aber da ich Solo-Spieler bin, bin ich ja der Einzige auf der Insel. Und dadurch kann ich mir dann auch ein bisschen mehr erlauben, gegen das Klima zu tun. Weil das ist ja nicht das Problem, dass einer irgendwas macht, sondern dass viele Leute irgendwas machen. Was habe ich da? Also ich habe hier ein Bettchen bis jetzt, sonst gar nichts. Okay. Was brauche ich eigentlich zur Herstellung davon? Okay. Schnell wieder die Sachen loswerden. Ach. Zack. Über Bord geschmissen. Wir brauchen noch ein bisschen Leder. Irgendwo muss ich testen, ob man unter Wasser auch schießen kann. Ich glaube, das soll ich noch nie probieren. Ach, mein Lederlieferant. Libellen. Haben die mich vergiftet? Wenn, dann nur ein bisschen. Gleich ein bisschen Metal mitnehmen. Das ist auch so ein Vorteil, hier in dem Fluss liegen diese rundlichen Steine hier. Die haben auch immer relativ viel Metal dabei.
8 Stein werden wir brauchen. Was brauchen wir noch? Nichts mehr. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir noch Leder gehabt, sogar ein bisschen Wand. Das hätten wir nicht brauchen. Das brauchen wir jetzt noch schnell. Ich bin mir nicht sicher, was ich dazu brauche, aber ich nehme mal die üblichen Verdächtigen wieder mit ins Boot. Klar, war logisch, dass ich was brauche, was ich gerade eben abgeladen habe. Und der schaut aus, als hätte er ein Level up gehabt. Das heißt, hier auch diese Ausdauer noch. Da machen wir noch ein Schränkchen hin. So. Hier vorne rein. Jenes welches. Das da können wir rein tun. Und in den hinteren machen wir die Herstellung von. Das passt dann auch. Dann kann ich hier den Schrank zum Fleischschrank machen. Los. Ja, gibt's ja jede Menge Halloween-Sachen hier. Was? Na, da geht's da auf jeden Fall schon mal voran, was ja gut ist. Ich bin überladen. Hab ich irgendwas, was ich rausschmeißen kann? Ja, wird mir nur nicht viel weiterhelfen. Oder? Bin immer noch überladen. Das war klar. Wenn man überladen ist, dann ist man schrecklich langsam. Das ist so, als würde ich mich überfressen. Da werde ich auch immer langsam und faul. Bleib zwischen Bäumen stecken. Und wieder einmal ist es Leder, was mir fehlt. Ich sollte mal das Leder mit vorne hinnehmen zum Bauen.
Hier wollte ich eben das hier hinbauen. Und jetzt habe ich ja, glaube ich, alles. Ja, jetzt kann ich die Werkbank bauen. Nein, keine Tür. Habe ich eine Tür gebaut? Super. Tür wollte keiner haben. So, Tür weggeschmissen. Noch ein paar Wände wollte ich haben. Neues Level verfügbar, Ausdauer hoch, braucht man alles, kann man alles brauchen. Alles beschäftigt halten, alles beschäftigt halten. Ganz so schöne Natur mache ich hier kaputt. Einfach noch mal einen kleinen Rundflug machen. Die herbstliche Landschaft genießen. Ist nicht schön? Ist doch schön, oder? Also. Bisschen die Ausdauer auch regenerieren lassen. Mal gucken. Aber die Farben von den Bäumen, das ist schon richtig herbstlich schön, ne? Gefällt mir richtig gut. Schön gemacht. Gut, ich denke, das war's erstmal für heute. Fette Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Otto. Ciao.